und Hallihallo im nächsten Teil. Guten Tag. Ja, wir beide haben jetzt einen Papa-Guy, einen Mama-Guy mit an Bord und ja, sieht lustig aus. Was? Hier draußen in der Sonne hätte ich gerne etwas zu trinken. Hm, ich auch. Okay, gehen wir mal hier runter. Let's go. Let's go harder. Wer hat den gesprochen? Keine Ahnung. Der sieht aus wie so ein Seelöwe, oder? So die Schnauze hier vorne? Oh, oh, ich wäre so gern wieder zu Hause. Ich will meine Familie wiedersehen. Das passt aber. Ja, oder? So, hier lang. Mit dem hat man auch schon gesprochen, ne? Dein Mini-Me. Was, Mini-Me? Layman. Bei meinem trotzigen Wachstehen wagt es gewöhnlich niemand, mir zu nahe zu kommen. Tragischerweise habe ich dadurch rein gar nichts zu tun. Egal, denke ich mir eben neue Rätsel aus. Okay. Was? Achso, das war der Schuh. Ich hab gedacht, da kann man wieder wischen. Geh doch erstmal zu Andy. Wir müssen jetzt erstmal mit Andy spielen. Ja. Ja, los. Andy Satorama. Brock, Brock. Aber du musst mit ihm spielen. Hier. Ja, ja. Hey, Andy, los, wir spielen. Rechts, rechts. Ja, finde ich auch. Gut, siehst du diesen Apfel? Bring ihn zu mir. Kannst du das? Ah, bring ihn doch selber, du Vollidiot. Oh nein. Wie es scheint, hat sich dein selbstloser kleiner Papagei als Lieferbote gemeldet. Leider werden seine Flugversuche durch das Gewicht des Lieferguts wohl weniger elegant ausfallen. Versuche die Hüpfer des Papageien abzuschätzen und spanne Seile, um ihn zum Ziel zu geleiten. Ach, zeichne eine Verbindungslinie zwischen zwei Pfosten, um ein Seil für deinen Flattermann zu spannen. Die Anzahl an verfügbaren Seilen hängt dabei von der jeweiligen Lieferung ab. Position und Winkel der Seile bestimmen den weiteren Flug deines Papageis. Spanne deine Seile so, dass dein gefiederter Bote seine Lieferung so schnell wie möglich ausführt. Die Seile dürfen sich nicht überschneiden und an jedem Pfosten kann nur ein Seil hängen. Berühre neu, um alle gespannten Seile zu löschen. Berühre Abflug, um deinen Papagei auf den Weg zu schicken. Achte gut auf seinen Kurs. Und berühre Abbruch, um seinen Flug vorzeitig zu beenden. Noch. Landet dein Papagei auf einem völlig eben gespannten Seil, springt er so ab wie beim Start. Spannst du mehrere Seile an den richtigen Stellen, kann dein Papagei enorme Höhen erreichen. Enorm. Kann er nicht auch fliegen? Meistere den Kurs, indem du deinen grünen Freund bis zum Empfänger seiner Lieferung führst. Fliegt dein Papagei seitlich aus dem Bild oder fällt er in den Abgrund, musst du es erneut versuchen. Die Lieferung muss innerhalb eines Zeitlimits abgeschlossen werden. Achte also auf deine Restzeit. Nee, ist Zeit klar. Zeitdruck. Was? Was? Und ich muss jetzt hier wieder... Na, das ist doch schon falsch. Ah, ist schon falsch. Ja, und jetzt nochmal da drüber. Nein. 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 Ja, was denn? So wie das eben hattest. Nein. Ja, boah. So, was noch? Gerade. So, und dann drüber nochmal gerade. Nein, da drüber. Ach da, okay. Ah. Ja. So, nochmal Abflug. Oder, nee, warte mal, mach das mal weg, was du da jetzt umgemacht hast. Mach das weg. Ja, ich bin dabei. Und jetzt machst du links von der Fahne nochmal was. Geht nicht. Wie links von der Fahne. Ja, da ist eine Fahne mit einem Papagei drauf. Papagei-Fahne? Ach, da! So, und dann machst du von dem links daneben... Ja, genau. Oh, den anderen musst du wegmachen. Ja, wie macht man den das? Den großen musst du irgendwie löschen. Ja, wie... Na, Ja, wie denn? Darfst nochmal auf neu klicken. Oh, toll. So? Soll ich so tun? Ja, so sollst du tun. Da. Super! Du hast den Auftrag Lukes Liefererektion erfolgreich abgeschlossen.
Ich habe Erektion verstanden. Lektion. Große Klasse, Andy. Du hast die... Das hast du ja mit links geschafft. Und mit rechts. Große Kacke. Große, große Klasse. Wenn du ihn nochmal tragen willst, brauchst du nur mal zu kratzen. In Ordnung? Kratzen, krach doch, Blödmann. Oh, ist das herrlich. So lernt er wohl auch die nächsten Male dann noch richtig reden, kann das sein? Abwarten. Ach ja, das Bilderbuch haben wir auch noch. Ich glaube, da haben wir noch nichts Neues gekriegt, oder? Doch, irgendwie einen Regenmantel oder so. Ein Regenmantel? Nee, das hat er ganze Zeit schon. Den hat man, glaube ich, gekriegt, oder? Ja. Irgendwo weit vor der Stadt steht das kleine Café des bösen Onkels, in dem ich arbeitete. Eines Tages nimm mal so eine Tasse da unten, das passt bestimmt auch gut. Des kleinen Café des Cafés. Irgendwo weit vor der Stadt steht das kleine Café des Cafés. Eines Tages stand der Kaffee lächelnd vor der Tür und sprach. Ja, okay, ich glaube, das kann man uns schenken. Das ist noch nicht fertig. Ja, das sehe ich auch so. So, verlassen. Flassen. So, was sind wir jetzt hier? Runger. Richtig. Ah. Nehmen wir den Pfad, der nach Westen führt. Nach Westen? Führt dieser Weg ebenfalls zur Midland Road? Midland. Das tut er, und zwar in der Hälfte der Zeit. Ach, wir haben Zeit. Ach, sieh nur wieder. Oh, guten Tag. Bertha. Die warst du, glaube ich, oder? Kann sein. Ah, welch angenehm... Ja, warte jetzt. Ja, los, mach. Welch angenehm, frecher Brise. Ach, wie gerne würde ich jetzt mit meinem Mann ein Picknick machen. Also nach Westen. Westen. Ach. Wow. Hier waren wir wohl noch nicht. Muss schön sein, von zu Hause einen Blick aufs Grüne zu haben. Hat ja auch kein Mensch. Ja, ich schon. Bestimmt ist dieser Ausblick von der Terrasse atemberaubend. Ach, der falsche. Das war der Kleine. Ja, das Panorama ist nicht zu verachten, aber die Zeit drängt. Auf zum Uhrenladen. Das Pandorama. Aber wir haben doch Zeit. Hier sind bestimmt Münzen verdammt. Da, hab ich's doch gewusst. Ob dieser Dunsthimmel durch die Abgase entstanden ist? Nee, durch die Sonne. Durch die Sonne entstanden. Hey, ist ja alles voller Ameisen. Ist ja alles voller Ameisen. Was schaust du mich so an, kleiner Junge? Einfach so. Pardon. Ich wollte Ihnen nur gerade einen guten Tag wünschen. Ganz schön mutig von dir, mich einfach so anzusprechen. Geradezu komisch. So köstlich habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Hier ist ein Rätsel für dich, Junge. Los, zeig mir, wie du so viel Rass wie Mut hast. Wer hat die Jacke? 39. Vier Kinder haben bis zum Anbruch der Dunkelheit im Park gespielt. Oh Gott, Gott. Und sind hastig nach Hause aufgebrochen. In der Hektik sind ihre Jacken durcheinander gekommen. A. Ich habe meine Jacke wohl im Park liegen lassen. Ha. B. Nanu, in dieser Jacke steht ja der Name von A. C. Moment mal, ich hatte doch gar keine Jacke dabei. Wem gehört sie denn? Wem gehört denn die hier? Komisch. D. Das ist ja gar nicht meine Jacke. Wer hat die Jacke von D? Ja, oh Gott. Entweder C oder B. Na, D, C glaube ich eher weniger. Die sieht so überdimensional aus. Dann muss es wohl B sein. Wobei C hat ja gar keine Jacke. Okay, also trotzdem immer gezogen. Reingequetscht. Ja, genau. Ach, immer dieses Husten.
Jedes Mal wieder, mein. Jedes Mal wieder von vorne, ja, wirklich. Also ich würde sagen... B? B. B. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ich würde sagen C. Ich auch. Ganz spontan. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ja. Ich wusste es. Ich auch. Gut kombiniert. C hat sie an. A, B und D hatten alle Jacken dabei. B trägt die von A. Bleiben die von B und D. Aber da D nicht seine eigene trägt, muss er die von B anhaben. Folglich trägt C die Jacke von D. Ah, ist doch total logisch. Gar nicht, irgendwie. Ja, total durcheinander. Unkompliziert. Lass dir eine Lehre sein. Wer auf seine Sachen aufpasst, erspart sich Kopfzerbrechen. Du hast den Reisenden als neuen Aufkleber für Bilderbuch Nummer 2 erhalten. Ich glaube, jetzt konnten wir es vervollständigen. 2. Meinst du, reicht einmal reden mit dem? Es kann sein, muss es aber nicht. Muss aber nicht, okay. Es ist ruhig hier. Zurück. Wieso hat der Boss mich nur hier positioniert? Postiert. Der Boss? Who the fuck is the Boss? Die Midland-Raut ist auf der anderen Seite des Tors dort. Raut? Ich renne vor Daphne F. Na. Hey, das Tor ist verschlossen. Verschlossen? Das kann nicht sein. Tritt mal zur Seite, Luke. Ich kriege schon auf. Tritt die Seite an. Seltsam. Es ist tatsächlich verriegelt. Schaut mal, ihr zwei. Auf dem Tor ist ein merkwürdiges Zahnschloss angebracht. Ach, das nächste Rätsel. Er hätte es gedacht. Ja, ich hab. Gleichungsschlüssel. 40 Picaras. Oh Gott. Damit dieses Tor sich öffnet, müssen 4 Ziffern so eingesetzt werden, dass sämtliche Gleichungen stimmen. Siehst du die senkrecht ausgerichteten Gleichheitszeichen? Diese bedeuten, dass jede Ziffer, die an einem leeren Platz gesetzt wird, sowohl in der oberen als auch unteren Gleichung an der entsprechenden Stelle steht. Verwende den Touchpen, um Teile auf ihre Plätze zu bewegen. Bewegst du ein Teil auf ein anderes, so tauschen sie die Plätze. Das wusste ich. Wunder. Also, 1 plus 1 gleich 2. Plus 1 gleich 3 plus 1 gleich 4. Gelöst. Nee, du musst jetzt gucken. In der unteren Reihe steht zum Beispiel Fragezeichen. Das wäre in dem Falle 1. Plus 2 ist gleich 3 mal 4. Hä? Aber die, Fragezeichen so doch, aber die Fragezeichen können wir doch gar nicht bewegen. Nein, du musst mal lesen. Also wenn du nicht lesen kannst, dann... steht doch, dass die senkrechten Fragezeichen dieselbe Zahlen dann wie oben und unten waren. Ja. Ich wollte dich ja auch nur necken. Wie man in Köln sagen würde. Düsseldorf. Mann, ey! Wie man in München sagen würde. Genau, wie man in Kiel sagen würde. Wie man in Kielerförde sagen würde. Wie man es auch sehr oft in Paris sagt. Wie man auch oft in Essen sagt, ne? Ja, aber in Französisch, da macht man es noch viel öfter. Ah, in Französisch, da ist ja auch etwas ganz was anderes. Das ist relativ trivial. Zurück zum Rätsel. So mal wieder. Genau. Ich sehe aber, die Zeit schreitet voran. Sie schreitet und schreitet. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen die Zeit wegplaudern, damit wir hier nicht lösen müssen. Ja, genau. Ich denke mal, wir machen jetzt hier Schluss, da wir ja eh keinen Plan haben, wie es jetzt hier weitergeht. Ich für meinen Teil gehe jetzt aber auch was essen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Break. Und würde ich dann sagen, sehen wir uns danach diesem Break dann nochmal mit ein paar Teilen wieder. Oder? Richtig. Genau. Also dann würde ich sagen, Freunde, haltet die Ohren steif. Und was sonst noch? Und was? Dann sehen wir uns gleich mit dem nächsten Teil wieder und dann hoffentlich der Lösung dieses kleinen Problems hier wieder. Bis dahin, NRW über 18, adieu. Und tschau.